Guten Morgen zu den Lockdown Stories 18. Heute ist der 25.11.2020 und wir haben keinen Lockdown. Nein, wir haben Ausgangsbeschränkungen bzw. so Empfehlungen. Ne? Das ist alles so ein bisschen wischiwaschi. Man soll sich nicht mehr mit mehr als 10, 100.000 Leuten treffen, keine Ahnung. 10, ja, 10. Und bei so einem Tweet von der Heute-Show habe ich gelesen, ah ja, Montags 10, Dienstags 10, Mittwochs 10, macht dann am Ende der Woche 70, yay. Ne? Nein, ihr wisst, wie das gemeint ist. Ne? Wir sollen uns beschränken, aber die Zahlen sinken einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Aber in 10 Jahren werden wir alles ganz genau verstanden haben und wir warten einfach so ein bisschen ab, ne? Und bleiben mit dem Arsch zu Hause. Und darum mache ich jeden Tag ein Video, um euch ein kleines bisschen zu unterhalten. Ich weiß, ich sehe aus, als wäre mein Föhn explodiert. Das ist vielleicht auch so das Problem. Ich habe keinen Föhn. Ich habe seit Jahren, Jahren meine Haare schon nicht mehr geföhnt. Ich lasse die immer Luft trocknen und habe eben gedacht, ach, du musst dich ein bisschen hübsch machen für deine Freunde. Und habe mir die Haare gewaschen, mit Festseife übrigens, mit so einem Soap-Stück, ne? Genau. Plastik kann man auch bei Seife, Haarseife vermeiden. Im DM sind zwei Regale, etwa jedes 5 bis 6 Meter lang, nur mit Shampoo. Flasche, 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 Flasche. Ne? Da sind aber auch so Seifenstücke. Und da habe ich eins gefunden, super geil, beste, ne? Kann ich euch auf Discord empfehlen. Und Discord, der Link ist wie immer wieder unten, genau. Und da habe ich auch gestern Fotos von euch bekommen. Das zeige ich euch gleich alles. Wir hatten ja gestern das Thema, was man so vor der Haustür findet, ne? Da habe ich dann so ein episches Video euch gezeigt, wie es hier bei mir 100 Meter weiter aussieht, wenn ich aufs Feld gehe, spazieren gehe. Das war ja, ne, total toll. Guckt es euch an. Ansonsten da auch ein Video verlinkt. Ich habe eine ganze. Hör mal, ich habe auch gestern noch gesagt, auch ich habe ja noch nie hier gefilmt. Klar habe ich da gefilmt. Ich habe eine ganze Playlist mit solchen Filmen hier von meiner Heimat. Ne? Please. Ich habe gestern im Video die Playlist verlinkt. Entschuldigung, mache ich heute nicht nochmal. Wenn ihr die Playlist des Bergischen Landes sehen wollt, geht ins Video von gestern, ne? Ja, und da ist die verlinkt. So, aber um dieser Frisurenkatastrophe, ich habe eben im Spiegel schon gedacht, wenn das rot wäre, sehe ich aus wie Pumuckl. Ja, Gott sei Dank ist es nicht rot. Aber da habe ich gedacht, um das Ganze, diese ganze Katastrophe ein bisschen zu verstecken, nehme ich eine von meinen tollen Blütenkränzen, Elfenkränzen. Ich habe es nicht gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, das liegt nämlich immer hier neben mir übrigens, liebe Savi, ist nämlich, oh, sorry, die Krone von Savi. So, und seit ich nämlich jetzt hier auf Netflix diese Serie The Crown gucke, sehr zu empfehlen, ja, weiß ich auch, wie man ein Diadem trägt. Fernsehen bildet, genau. Aber es rutscht trotzdem runter. Außerdem, als ich das gerade anprobiert habe, habe ich gedacht, also das wertet nicht mich auf, dass ich das hier so trage, sondern das wertet das Diadem ab. Tut mir total leid, Sami, aber es sieht, nicht ich sehe besser aus, sondern das Diadem sieht schlechter aus, dadurch, dass es auf meinem Kopf sitzt. Aber wie ihr seht, nehme ich das alles mit Humor. So, also wir hatten ja gestern, sorry, gestern, warum lache ich hier so? Ich hatte nur Toast, kein Alkohol oder so. Also, ich finde auch, wenn ich nicht lache, sehe ich total scheiße aus. Oh ja, jetzt wisst ihr, warum ich immer lache. Macht kein Standbild, please, und kein Screenshot, weil ich will nicht so aussehen. Das bin ich nicht. Ich bin das. Merkt euch das, ja? Also, wir hatten gestern das Thema. Oh, ach, und übrigens, ich lasse unten gerade die ganze Zeit die Mitglieder durchlaufen. Ich blende es aber jetzt mal aus. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich so direkt am Anfang mache, dann vergesse ich es auch nicht, ne? Nämlich Mitglied kann man werden, wenn man unten auf den Mitglied werden Button klickt. Schaut es euch mal an. Ihr müsst nicht direkt Geld bezahlen. Ihr könnt euch mal umschauen. Und das ist ja nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Kanälen hier auf YouTube. Und wie wir ja wissen, das ist Wertschätzung für die Creator und ich werde Videos hochladen in Zukunft ohne Werbung. Genau, aber für die Mitglieder natürlich. Aber gestern haben wir darüber gesprochen, wie können wir uns denn die Corona-Zeit vertreiben? Mein Ansatz wäre jetzt, wir haben ja mit Sachen gebastelt, die jeder zu Hause hat. Ne? Also hier meine. Jetzt kommt Kunst. Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist Kunst. Meine Postkarte aus einem Pizzakarton. Yay. Ne? Noch ist sie nicht ganz fertig.
Wird sie jemals fertig werden? Man weiß es nicht. Aber da wird noch was draus. Ich habe heute so Bock gehabt, irgendwie Fotos drauf zu kleben von irgendwem oder was oder mir und das dann zu verschicken. Egal. Und gestern habe ich gesagt, anlässlich von diesem Video, was ich da mit meinem Mann gedreht hatte, wo er am Montag Geburtstag hatte, habe ich gesagt, Mensch, guckt doch mal, was vor eurer Haustür ist. Lasst euch mal, guckt mal mit anderen Augen. Das Ding ist, ich habe euch gesagt, ich mache das auch. Habe ich auch gemacht. Ich bin mit anderen Augen vor die Tür gegangen. Sorry. Aber habe ich heute einen Clown gefrühstückt? Mit anderen Augen vor die Tür gegangen und habe ganz viel gesehen, was ich alles aber schon kenne. Ich habe nichts gesehen, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich bin wirklich, 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 wirklich ganz kritisch mal rumgegangen. Was, wo ist denn was, was ich noch nie gesehen habe? Ich habe euch ja mal erzählt, wenn ihr Papier aufrauen wollt oder Karton ein bisschen, ne, und habt kein Schleifpapier, geht vor die Tür, draußen ist irgendeine Mauer, rubbelt das an der Mauer. Geht auch. Habe ich alles schon gemacht. Also meine Mauer habe ich schon verwertet, meine Blümchen habe ich schon verwertet, die Steine vor der Tür habe ich schon verwertet. Und weil ich das alles schon gemacht habe, und im Moment wird irgendwie aus meinem Corona-November so ein Rückblick, ja, Back in, nicht in Enger, aber einfach mal so, Gott, was haben wir denn alles schon gemacht? Ich habe ja am Anfang gesagt, man könnte ja auch entrümpeln und aufräumen. Ich glaube, seit eben habe ich gedacht, ey, Alter, ich entrümple und räume nicht auf in der Wohnung, sondern in meinem YouTube-Kanal. Wie geil ist das denn? Okay, das ist jetzt kein Tipp, um sich coronamäßig zu beschäftigen für euch, die ihr keinen YouTube-Kanal habt. Vielleicht Arnulf mal, ne? Mal gucken, was so an alten Hündchen noch so auf eurem Kanal rumliegt, was noch keiner gesehen hat. Ihr werdet jetzt denken, so, wir gucken doch deine Videos jetzt, ja, aber ich mache ja seit über 10 Jahren Videos und da ist so viel dabei, was ich selber vergessen habe. Ja, und als ich dann gestern vor die Tür gegangen bin, ich zeige euch jetzt mal das Foto. Ich habe euch ja versprochen, es kommt ein Foto. Es kommt auch noch ein Foto von einem Mitglied hier. Ja, nicht abschalten. Ich habe euch mal, welches ist es jetzt? Das ist meins. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch den Blick aus meiner Haustür. Und ich habe jetzt extra mal meine Fußmatte mitgeknipst. Die obere, die man sieht bei diesen Rautenmustern oder Bienenwabenmustern, die ist schon antik. Ich glaube, die liegt da seit 30 Jahren oder so. So sieht es auch aus. Aber das ist meine Eingangstür, damit ihr seht, was ich meine, wenn ich euch gleich folgendes Video empfehlen will. Weil das war nämlich schon mal mein Thema. Was findet man vor der Haustür? Und zwar habe ich nachgeguckt bei mir in meinem YouTube-Kanal. Ich habe ja gesagt, ne, wir gucken mal, was in meinem Kanal alles so rumliegt. War so eine spontane Idee heute. Auf meinem YouTube-Kanal 2017, da habe ich eine Serie gemacht im Oktober und mit so Kreativideen. Leider nicht täglich. Das sollte eigentlich eine tägliche Vlog-Serie werden, ist aber, bin ich abgekackt. Habe aber einige Videos gemacht zum Thema Kreativität und wie man das fördern kann. Ne? Immer mein Lieblingsthema. Und das ist das Video gewesen zu dem Thema, was findet ihr vor der Haustür? Und jetzt kann ich vielleicht auch ein bisschen besser erklären, was ich damit meine. Der Punkt ist, dass man, wenn man jetzt denkt, ach, ich habe gar nichts zu basteln zu Hause, da haben wir ja jetzt schon Mehl genommen, Pizzaschachteln, es gibt keine Ausrede mehr. Und wenn ihr dann euren Haushalt abgeklappert habt, dann geht mal vor die Tür. Ich schwöre, es wird sich was finden lassen, womit wir basteln können. Und das kombiniert man dann mit Mehl und ja, auf jeden Fall ist das, was ich sehe, wenn ich vor die Tür trete. Und so dachte ich, macht man ein Foto vor der Tür. Es kommt auch gleich noch eins. Es kommt auch gleich noch eins. Macht man ein Foto vor der Tür und das ist, was ich sehe, wenn ich vor die Tür trete. Und ich habe meine Stufen mitfotografiert, um zu beweisen, so sieht meine Tür aus. Jetzt blenden wir das mal aus und blenden folgendes. Nein, das kommt später noch. Bildschirmaufnahme da. Ich musste nur gerade die Quelle finden. Das ist nämlich das Video, das verlinke ich euch unten auch noch, wo ich das, was, Moment, wir, guck mal, da, das sind die Steine und da habe ich ein Video zu gemacht. So, jetzt denkt ihr so, Steine? Okay, ist jetzt nichts Neues, ja? Ich glaube, wir haben schon in den 70ern Steine angemalt oder so. Also ich jetzt, bunt, ja? Ist jetzt nichts Neues. Aber der Punkt ist, ihr könnt wirklich mit allem und jedem was basteln. Und wenn ihr keine Steine hinter der Tür habt, mein Gott, guck mal in den Papiertonne vom Nachbarn oder was weiß ich. Lasst euch was einfallen. Das ist die Challenge. Wir basteln im Lockdown-Challenge. Genau, die erweitern wir jetzt vom Haushalt auf die Straße vor der Tür. Also jetzt nicht in der Nachbarstadt oder so. Oder? Guckt mal in eurer Umgebung. Das Ding ist, wenn man sich vornimmt, so jetzt kommt ganz wichtig. Ich laber schon die ganze Zeit Unsinn, aber jetzt kommt das Wichtige.
Wenn man sich vornimmt, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, sieht man ganz andere Sachen. Ja? Stellt euch mal vor, ihr seid eine Ameise. Ja? Wie würde eine Ameise vor eurer Haustür, jetzt wird mir warm, boah, ich habe mich voll in Rage geredet. Wie würde eine Ameise vor eurer Haustür eure Welt sehen? Ja? Vielleicht seht ihr da was, was ihr vorher noch nicht entdeckt habt. So, ohne lange Umschweife. Lass ich mal das Video laufen. Einfach um es zu erklären, was ich hier gerade mache. Oh, wie kriege ich denn das ohne Ton hin? So zum Beispiel. Ja, den Ton wollen wir nicht. Da hatte ich mir dann in meinem Hof hinten einfach irgendwelche Steine genommen und ein bisschen geguckt, welche Steine sehen denn jetzt interessant aus und wo könnte man denn was draus machen. Man hat in den letzten Jahren ganz, ganz viel diese Steinemalerei gesehen. Es ging dann bis hin zu diesen Sendsteinen, ja, wo dann nur so bunte Punkte drauf sind. Alter, hätte ich jetzt nie gemacht, aber ist eine geile Idee. Ja, könnte man auch mal machen. Jetzt müssten wir nur gucken, was haben wir denn im Haushalt, womit wir Steine anmalen können. Hilfe! Ich brauche eure Hilfe. Mann, Arnulf, ich habe Arnulfs Liste vergessen. Ich habe Arnulfs Liste, ich habe mir die extra gespeichert, weil er nämlich aufgeschrieben hatte, was er im Haus hat. Heiliges Kanonenrohr. Ich habe es vergessen. Entschuldigt bitte. Ich hole das nach. Weil Arnulf hatte geschrieben, was er im Haus hat. Ich habe euch ja immer gesagt, schreibt mir mal, was ihr im Haus habt. So, und dann habe ich euch gebeten, macht ein Foto von vor der Haustür. Und dann gucken wir mal, was man da basteln kann. Da komme ich gleich noch zu. So, aber ich zeige euch jetzt hier, was hatte ich da gemacht? Steine, ne? Was ich mache ganz gerne, ist Steine einfach weiß anmalen. Ich gucke mal, ob ich hier vorspringen kann. Und dann schaut ihr, was sich aus diesen Steinen ergibt. Hier zum Beispiel, da habe ich einen Stein, sah aus wie ein Elefant, ein anderer Stein sah aus wie eine Katze. Die kann ich euch leider hier nicht mehr ins Bild halten, weil ich habe die Steine wieder auf den Hof geschmissen, Stein ist Stein, ja. Manchmal sehe ich die dann wieder, dann liegt mitten in diesen Steinen dann so eine Katze rum. Finde ich total witzig. Aber wenn ihr Langeweile habt, das gibt es nicht. Langeweile ist verboten. Ja, Langeweile kann. Guck mal hier, da war die Katze. Ich halte das gerade mal an oder auch nicht. Ich spule noch mal zurück. Das Ding bei der Katze war, ich weiß nicht, ob man es da sieht, diese Form der Katze, das war so ein Loch im Stein. Also guckt euch mal irgendwelche Fundstücke an. Was könnte das denn sein? Ja, aber ich bin gestern echt ratlos gewesen, weil ich jeden Krümel auf meinem Hof schon einmal irgendwie verwertet habe. Deshalb muss ich da echt. Bin ich auf euch angewiesen? Was habt ihr denn so alles hinterm Haus? Oder sammelt doch mal was und zeigt es auf Discord. Der Link ist unten unterm Video. Den anderen, was kann man damit machen? Ey, Alter, da machen wir zusammen was. Da hat jeder eine Idee zu irgendwas. Wenn ich den Stein jetzt hier habe, habe ich die Idee mit der Katze. Jemand anders hätte vielleicht eine andere Idee dazu gehabt. Ja, und so hatten wir dann die fertigen, ich lasse das gerade mal. Ah, da. Da laufen. Da hatte ich eine Katze, so ein Sentengel, einen Hund. Den Hund finde ich total witzig und einen Elefant. So, und das sind meine Steine. Was steckt in euren Steinen? Und wenn ihr jetzt hinterm Haus keine Steine habt, dann liegt da irgendwas anderes. Oder geht spazieren, bis ihr Steine findet. Mein Gott, wenn es gar nicht anders geht. Und ich schwöre, ich hole die Liste von Arnulf noch nach. Ich wollte es hinterher machen, habe es vergessen. So, jetzt habe ich euch schon wieder 12 Minuten lang vollgequatscht. Aber ich habe euch ja versprochen, ich habe ein Bild auf Discord bekommen von der lieben Natascha. Vielen, vielen Dank dafür. Natascha ist eins meiner Mitglieder hier und super aktiv auch auf unserem Discord. Wer Discord nicht kennt, das ist ein Programm. Am besten lädt man sich die App runter. Die funktioniert am stabilsten. Kann man am Handy benutzen, am Computer benutzen. Und regelmäßig treffen wir uns da auch da zum Voice-Chat, dann quatschen wir miteinander. Man kann sogar eine Kamera einschalten und sich sehen gegenseitig. Und man kann Fotos ablegen, man kann Texte ablegen. Also man kann da ganz viel machen. Ne? Schaut euch das mal an mit dem Link unten. Ist nicht für jeden was. Ich finde es potthässlich, aber es ist mega nützlich. So, und das ist das Bild, was Natascha mir geschickt hat. Und dann habe ich sofort geschrieben, es ist verboten, einen schöneren Ausblick zu haben als ich. War natürlich ironisch gemeint, aber ist das nicht geil? Hör mal, da geht einem doch das Herz auf, oder? Himmel, wo wohnst denn du? Also das Einzige, wo ich so ein Panorama mal gesehen habe, war am Chiemsee. Und ich bin ja noch nicht viel rumgekommen in Deutschland, aber das ist wunderschön. Ich bin kein Bergemensch, ja. Aber ich habe ja gestern gesagt, sorry Arnulf, das tut mir total leid, aber ich habe ja gestern gesagt, ich kriege Platzangst, wenn ich hohe Berge sehe. Das ist so wie andere Leute, die nicht vom hohen Hochhaus runtergucken können, geht es mir mit Hochhaus so und mit Bergen. Aber da ist Wasser. Ja! Und Wasser in Bergen ist auch okay.
Also ist nicht das Meer, aber ne, das ist so, wenn Meer das beste Wasser ist, dann ist, Entschuldigung, so ein See das zweitbeste. Finde ich total geil. Und gestern im Video wollte ich noch was sagen, da bin ich dann mittendrin abgebrochen. Ich Depp, ich habe ja Wasser hier in der Nähe. Wenn ich in den Berg runtergehe, läuft da die Wupper. Ja, ist jetzt auch nicht so, so der Burner, ne? Ist nicht so viel Wasser, aber immerhin. Besser als nichts. So, ansonsten haben wir demnächst wieder Wasser von oben, ne? Da wollen wir uns nicht beschweren. Und ich habe wieder heute so einen wilden Ritt gemacht mit verhunzter Frisur, mit wunderschönem Diadem, einem lecker Video und hoffe ich ganz viel Inspiration, dass ihr mal vor die Tür geht und mal guckt, wo ist denn was ich noch nicht so gesehen habe, mal was neu. Natascha, das siehst du doch jeden Tag. Streng dich mal ein bisschen an. Was ist denn da in der Umgebung von deinem Haus? Boah, irgendwann, jetzt kündigt sie gleich ihre Mitgliedschaft. Was ist denn da in der Umgebung von deinem Haus, was man verbasteln könnte, was du so noch nie benutzt hast? Also für mich ist die Challenge echt schwer. Aber ich werde mich dem stellen, ich werde weitersuchen. Ich suche ums Haus. Es muss ja nicht heute sein oder morgen. Einfach, wenn euch langweilig ist. Wenn euch nicht langweilig ist, dank dieses wunderschönen Videos, dann geht ihr raus und sucht mal nach irgendwelchen Bastelmaterialien. Ne? Ansonsten, ach Gott, ich weiß auch nicht. Ich versuche es immer wieder. Ja, gestern Anruf sagte 12 Minuten, das geht ja noch. Es wird immer lang und länger. Dabei, mein Mann und ich sehen fast jeden Tag auf dem NDR, die haben immer so um sehr zu empfehlen, NDR, also 17 Uhr. Um 17 Uhr fangen die an zu kochen. Und dann kochen die in 10 Minuten. Dann kochen die ein komplettes Gericht und quatschen noch dabei. In 10 Minuten. In 10 Minuten schaffe ich es nicht mal hier, Hallo und guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen. Ach nee. Aber jetzt machen wir den Abspann wieder. Martin, Emma, Natascha und Andrea. Wo ich immer noch nicht weiß, welche Andrea. Welche Andrea? Ich kenne mehrere. Und wahrscheinlich, wir kennen uns 100 Pro, aber ich weiß nicht genau welche. Und ich will nicht die falsche ansprechen. Hinterher, ne, blamiere ich mich noch mehr als sowieso schon. Morgen mit anderer Frisur. Und ich brauche wieder einen Föhn. Keine Ahnung, ich brauche einfach. Genau, wir machen unten mal. Lasst mich mal wissen, brauche ich einen Föhn oder brauche ich keinen Föhn? Da wollen wir mal gucken, ob ihr bis hierhin geguckt habt. Ich frage euch ab. Ansonsten, ja, jetzt müssen wir erstmal wieder mittig gehen ins Bild, ne, für unseren Abspann. Der ist ja immer am Ende, kommen ja hier mal rechts und links, so irgendwelche Links. Und ein hübsches Foto vielleicht, aber das ist, glaube ich, heute ziemlich unmöglich. Oh, guck mal, wenn ich so gucke oder so oder ein bisschen deppert gucke, da kann ich dann einen Screenshot machen. Und ja, ich bin der Hauchreder. Ich kann reden, ohne dass meine Lippen sich bewegen. Geil, ne? Ist das nicht toll? Ich danke euch. Bis morgen. Oh Gott.